Nur Pforte, nur Pforte. Kein Loch, kein Loch, kein Loch, kein Loch. So, sechs halten und die Holzbläser kommen rein. Auch in die Frage, wer überlebt denn eigentlich den Ring? Das sind gar nicht so viel. Von 36 Charakteren überleben nur 10. Also weniger als ein Drittel. Und da sind die Naturkräfte dabei, weil die ja immer gleich bleiben. Das heißt, die Nornen überleben und die Reintöchter auch. Ganz einen Tag zu früh oder irgendwas? Halben Tag. Halben Tag. Na, nochmal. Na, nochmal. Nochmal. Irgendwas ist da furchtbar tief. Der letzte und längste Teil vom Ring des Nibelungen ist die Götterdämmerung. Am Anfang sehen wir drei Nornen, das sind Schicksalsgöttinnen, die weben den Schicksalsfaden und erzählen, was in der Vergangenheit war. Wir ahnen, wie vergiftet die Gegenwart ist und dass nur noch sehr wenig Zukunft bleibt, denn der Faden reißt. Der Pessimismus der Wagners, was die Haltbarkeit dieser bürgerlich feudal scheinbar stabilisierten Welt anbelangt, schafft sich ein Organ in diesem Nornengespräch, was ja theatralisch wirksam ist, die Weitergabe und des Seils und dann das Zerschneiden. Damit ist das Stück eigentlich schon zu Ende. Und alles Weitere dient eigentlich wie im analytischen Drama nur der Auflösung dieses Richtspruchs, der von vornherein gefällt ist. Das Schicksalsseil reißt, weil Kräfte in der Welt sich geregt haben, die auf dieses Schicksal weder Rücksicht genommen haben, noch es gekannt haben, noch sich daran halten würden und es respektieren würden, und das war Siegfried. Also Siegfried ist die Kraftfigur, die in der Lage ist, das Schicksal, das bis dahin eigentlich für alle galt, außer Kraft zu setzen, weil es ein ungeheurer Energiefaktor da ist. Ganz ein neuer Faktor. Also liegt die Handlung komplett bei Siegfried und Brünnhilde nach dieser Nornenszene. Thank you.
Weg! Sehen wir, wie Siegfried von Brünnhilde auf dem Felsen Abschied nimmt. Er ist ja ein Held und ein Held muss in die Welt reisen und Heldentaten machen. Und er sagt, meine Liebe, hier hast du meinen Ring als Unterpfand. Ich komme auch ganz bestimmt wieder, aber jetzt reite ich mal ein paar Heldentaten machen. Brünnhilde, die liebende Frau, lässt ihn ziehen. Es bringt ja für einen Mann letztlich auch nichts, wenn er nur daheim rumsitzt. Sagen wir es einmal, auch wieder zeitgemäß. Welcher Mann wird respektiert von einer Frau heute, der nur daheim rumsitzt? Also das Hausmann-Problem. Ich weiß nicht, ob wirklich die Hausmänner so geschätzt sind, sagen wir mal. Das Heldenprogramm sieht anders aus. Also der Held sitzt nicht daheim rum, der macht auch jetzt nicht jeden Tag den Abwasch in der Küche, sondern der klassische Held zieht zu neuen Taten. Was immer das dann ist. Wagner hat ja mehrfach in Briefen, auch in Schriften davon gesprochen, dass Mann und Frau immer nur den halben Menschen bedeuten. Also der Mann ist ein halbierter Mensch, die Frau ist ein halbierter Mensch. Man kann auch sagen, dass die Männer ein Stück weiblicher werden und die Frauen ein Stück männlicher werden, um sozusagen miteinander gleichzuziehen. Das können sie sich ausmalen, wie sie wollen. Fest steht für ihn, der Mann als Mann ist nur ein Teil des Menschen und die Frau als Frau ist eben auch nur ein Teil. Und der Mann als Mann ist der schlechtere Teil des Menschen und die Frau als Teil ist sozusagen der Teil, den der andere dringend zur Ergänzung notwendig hat. Kann man jetzt natürlich sagen, warum die Geliebte nicht mit? Die könnte ja auch mitgehen. Das war aber damals noch nicht vorgesehen. Heute würde man sagen, okay, machen wir es zu zweit. Einverstanden? Warum nicht? Hey!
Ja, das muss wild sein, aber nicht über das Maß hinaus. Ja? 28, immer noch leicht bleiben. Frisch, frisch. Mensch, die sind doch in bester Laune da noch. Wisst ihr, das darf man nicht so spielen, als wäre schon alles, das dämmert und das ist ja alles schon so triste. Nein, die sind doch in bester Laune, hört man doch an der Musik. Es heißt ja immer, ein freier Held soll die Welt erlösen. Es geht um die Liebe. Die Liebe soll die Welt erlösen. Und Brünnhilde springt ja auch aus Liebe zu Siegfried am Ende in die Flammen. Aber die Liebe hat doch nur Verheerendes angerichtet in diesem ganzen Ring. Immer wo geliebt wurde, entstanden grauenhafte Sachen. Wie kann uns das erlösen? Hat der Wagner das ernst gemeint? Das ist eine Frage. Naja, das kommt mir so ein bisschen vor wie die Leute, die sagen, naja, der... Wir haben ja immer den Sozialismus probiert zu machen, geklappt hat es nie, wir probieren es trotzdem nochmal oder so weiter. Der also Grundgedanke ist ja auch gar nicht schlecht, dass Menschen Menschen nicht ausbeuten und das... Wäre ganz nett, aber das man hat halt die Rechnung ohne den Menschen dabei gemacht. Ich und weiß ohne schon, aber Gottes, der Gedanke, man muss es ja auch mal abstrakt denken. Abstrakt ist abstrakt gedacht Liebe eine Erlösungsmöglichkeit? Nein. Wenn man davon ausgehen würde, dass alle Menschen nett zueinander sind. Ich glaube nicht an die Liebe. Das Einzige, was alles überlebt und heilt, ja. Und ich glaube, das hat auch Wagner gewusst, und das wissen Sie auch, ist die Kunst. Das hat er gewusst. Dazu ist die Musik, und das hat er gewusst. Naja, gut, das hat er gewusst, das führt uns vor. Das macht den Ring aktuell, das macht aber auch eben Tristan und Isolde aktuell, wenn Sie sehen, wie zerstörerisch. Liebe, wieder mal. Wie zerstörerisch die Dinge wirken können. Das Schönste an der ganzen Sache ist, dass es bei Wagner immer positiv ausgeht. Ja. Das ist etwas, was ihn zum Beispiel wohltuend unterscheidet von Mahler. Wenn Sie beim Lied von der Erde oder bei der 9. Symphonie von Mahler, da denken Sie immer, da hat einer das Ende wirklich komponiert. Nicht der Wotan redet immer vom Ende und der Wagner... Das Ende ist ja hier sehr orgiastisch. Ja, eben. Das Ende ist ein Tanz auf dem Vulkan und hinterher kommt er rein und es geht doch noch weiter. Also so Ende ist da gar nicht. Beste Laune, 228. 1, Was sich jetzt anschließt, ist die große Rheinfahrt. Das ist ein symphonisches Stück, ein wunderschönes Stück, welches von der Lichtseite, also von der positiven Abschiedsszene, überblendet dann in die Giebichungenwelt, in Negativbahn rutscht. Und da, das ist ein Übergang, der da komponiert wird, also... Ist alles quasi noch in Ordnung und der Siegfried ist freudig und auch der Weltenzustand ist noch gut. Siegfried fährt den Rhein hinunter und landet bei einer ziemlich ekelhaften Sippe, den Giebichungen. Das ist König Gunther, ein schwacher König ohne Frau, aber mit einer Schwester, die sich auch einen Mann wünscht, und einem finsteren Halbbruder Hagen. Hagen ist der Sohn des Nibelungen Alberich, dem man einst Ring, Tarnkappe und Gold geraubt hat und der den Auftrag hat, das alles zurückzukriegen. Und in diesem Helden Siegfried ahnt er, hier kann ich das zurückkriegen. Zuvor kann ich aber mich bei meinem König einschmeicheln. Der braucht eine Frau und er redet ihm ein, Siegfried kann doch für dich diese sagenumwobene Brünnhilde freien. Sag mir, Held, sitz ich herrlich im Rhein, Gunther zu genannten, ach, die zu neigen, die beid uns Brüder gepaart, Frau Grimmichild, ließ mich's begreifen. Ich neide ich, nicht neide mich so, hört ich.
der Zwist bezwang sich nie besser. Einem Rat nur red ich los, frag ich dich nach meinem Ruhm. Gib ich Hungermotiv. Fistur. Also schillernde Tonart. Glänzend, schillernd. Natur nachahmend. Das ist ein Rennmotiv. Aber es, man merkt es nicht. Es ist politisch verglänzt. Das ist in Glanz erstickt. Faszinierend. Faszinierend, wie Wagner hier arbeitet. Falscher Glanz, der Natürlichkeit vorspiegelt, ist das Thema, ich würde fast sagen, aller Politik. Und Gunthers und Hagens, die sind damit erfasst. 3-4 Takten. Hoi ho, wohin du heitle Held? So trieb ich scharfen Schulden. So seiner Halle entgegen. Hierher, hier lege alt. Da kommt nun unser Siegfried an und Hagen sagt, der kommt uns doch gerade richtig. Der kann doch für Gunther diese sagenumwobene Brünnhild freien, die da oben auf dem Felsen liegt. Dann hat der Gunther endlich mal eine Frau und wenn er will, kann er ja unsere Gudrune kriegen. Sie kredenzen dem Siegfried ein Vergessenstränklein, denn Hagen weiß natürlich ganz genau, dass da schon irgendwas gelaufen ist. Siegfried vergisst Brünnhilde. Er verliebt sich in Gudrune, die will er haben. Ich nehme an, das Vergessenstrünklein ist der freudsche Vorläufer von unserem Unterbewusstsein. Da ist er nun verheiratet, aber hier ist eigentlich auch was Schickes. Das nennen wir es Vergessenstrünklein. Zeigt sich, er ist sehr anfällig für das Gift, was man ihm reicht. Und ja, die Sehnsucht nach einer jüngeren und weniger dominanten Gattin ist so stark in ihm, dass das Gift sofort zu wirken beginnt. Der Vergessenstrank Hagens ist ein magisches Getränk und Hagen kann solche Tränke brauen, weil er ist nämlich der Sohn von Alberich. Das muss man auch sehen. Alberich konnte den Ring machen,
Der Onkel von Hagen ist Mimi, der konnte den Tarnhelm fabrizieren. Warum soll also Hagen nicht imstande sein, als direkter Nachfahre auch magische Dinge zu bewerkstelligen? Also das kann man auch noch als Argument heranziehen dafür, dass dieser Vergessenstrank tatsächlich wirkt. Wagner macht jetzt einen Zeitraffer. Siegfried ist wahrscheinlich einige Wochen am Hof. Und in dieser Zeit wirkt Gudruni immer mehr. Und es entspinnt sich etwas Tristaneskes. Liebesthematik kommt rein. Das gibt's einfach. Auch wenn man eine Frau hat. Ich möchte ja immer mal die Leute sehen, die da komplett unschuldig sind und die nie eine andere Frau anschauen, so wie es in der Bibel drin steht, und sich nur für ihre Ehefrau interessieren. Die möchte ich ja mal kennenlernen. Wenn die dann vor allem noch daherkommen und den Siegfried kritisieren, die möchte ich einfach mal kennenlernen. Ist mir noch nicht passiert. Denn weil das nämlich vollkommen unnatürlich ist. Siegfried möchte Gunther was Gutes tun, weil er sich in seine Schwester Gudrune verliebt hat. Und die will er gerne haben. Gunther sagt, ja, die kannst du haben. Siegfried, was kann ich denn für dich tun? Also auch so dieses Handelmäßige. Ja, ist ja ganz menschlich. Ist nur die Frage, wie weit darf sowas gehen? Man kann eigentlich sagen, Korruption. Ja. Ich krieg deine Schwester, was kann ich für sie tun? Dann sagt der Gunther, na ja, du könntest schon was für mich tun. Da gibt's nämlich... Gibt's eine klasse Frau auf dem Walkürenfelsen, die hätte ich gern. Siegfried, der denkt ein bisschen nach, sagt er, ja, warum nicht? Jedenfalls wird nun ein Eid geschworen, um das auf eine vertragliche Grundlage zu heben. Man hört Vertragsmotiv, obwohl Wotanssperr nicht mehr existiert. Hier kann man dazu denken, das Prinzip des Vertragssperrs wird in der Götterdämmerung durch Hagens Speer übernommen. Das war Wotans Welt. Wotans Speer wurde durch Siegfrieds Schwert zerschlagen, aber Hagen ist da mit seinem Speer. Germanische Musik, Völkerwanderungsmusik, da ist überhaupt nichts Christliches, aber auch nichts Römisches, nichts Griechisches. Also da trifft Wagner genau diesen Völkerwanderungscharakter, Nibelungen, Burgunder, Chlodwig, Franken, diesen Ton. Genau dieser Ton ist es. Ich wundere mich auch immer, wie das geht. Aber er macht's. Diese Archaik. Gebündelt etwas Lügenhaftes. Logimusik. Logi steht für die Bewegung, für die Wandlung und für die Lüge. Loge, Lüge. Und eine falsche Hochzeit. Gib ich Jungenmusik. Beides wird kombiniert. Und in den Eid eingeflochten. Thank you.
Abzugsquinte. Tritonus von Hagen. Vertrag. Normalität. Wir wollen doch nur das Beste. Abschlusskommuniqué-artig. Jetzt Freiheit. Stammtisch. Wichtig tun. Wir freuen uns, diesen Vertrag zu unterzeichnen. So, Konsequenzen des Vertrages. Was passiert, wenn einer den Bund bricht? Wir sind die Besten. Also wir sind die Kings, heißt diese Musik. Diese Musik hier ist ein Fallbeil, das nach unten saust. Weh, wenn einer einen Fehler macht und diesen Vertrag bricht, der muss natürlich maximal bestraft werden. Das ist eine Straffigur nach unten. Guillotine-artig saust es darunter. Aber wir sind da natürlich nicht betroffen. Wir sagen das nur so, dass es halt im Vertrag drinsteht. Unheil steckt drin, Fluchmotiv, nur in der Musik. Spannendes Beispiel für zwei Texte. Ein politischer drüber und ein wahrer drunter. Der Subtext sagt die Wahrheit und die Politiker oben sagen was anderes. Und beides nebeneinander ist zu rezipieren. Und solche Sachen findet man in der italienischen Oper nie. Nichts gegen die Italiener. Aber die können im Grunde nur einschichtig. Da gibt's halt diese Szene und diese Liebe und diese Intrige, aber es gibt nie was Doppeltes. Und es ist toll bei Wagner, der hat doppelte Denk- und Gefühlsaufgaben. Hier ist so eine da. Man muss natürlich berücksichtigen, dass Siegfried durch die verhängnisvolle Gehirnwäsche, die ihm der Hagen verpasst, in seiner Identität schwer verändert ist. Nicht? Da muss man sagen, das ist nicht eigentlich seine Schuld. Seine Schuld besteht darin, dass er naiv ist und leichtsinnig ist. Aber das ist nun mal so ein mythischer Held, der da aus dem Wald kommt. Der kann sich auf die intriganten Verhältnisse der Wirklichkeit gar nicht einstellen. Der merkt gar nicht in seiner totalen Weltfremdheit und fehlenden Menschenkenntnis, woher soll er die auch haben, was da mit ihm geschieht. Es bleibt das Übergewicht von Hagen während der gesamten Götterdämmerung und die Manipulationskraft dieser Ordnung, der herrschenden Ordnung. Also wenn man Gunther als Repräsentanten der Staatsmacht betrachtet, dann ist Hagen
die Macht hinter dem Staat. Und aus unserer Erfahrung können wir das ja auch interpretieren, nicht? Wir können darin die Finanzmärkte sehen, die Spekulationsmaschinisten, die allerdings wiederum mehr an Mime erinnern. Also es lässt sich alles durchaus übertragen auf gegenwärtige Erfahrungen. Wagner hat die Politik stets als etwas sehr Störendes empfunden. Und er hat sich gleichsam ex negativo, also aus dem Bestreben heraus, die Politik im Grunde abschaffen zu wollen, mit der Politik beschäftigt. Was aber heißt, wenn man sie abschaffen will, muss man Wege finden, wie man sie abschafft. Und man muss sie auch vorher analysieren. Und das hat er auch sein Leben lang getan. Er hat zwar immer erklärt, dass die Politik die Kunst behindert und dass die Politik abgewirtschaftet hat, dass sie alles ruiniert hat, Gesellschaft, Moralität und so weiter. Aber das hat ihn nie gehindert, sich damit auseinanderzusetzen. Und in verschiedenen Etappen seines Lebens, angefangen von Dresden als wirklich aktiver Revolutionär, über die Exilstationen, über München und so weiter, immer hat er sich politisch geäußert, hat interveniert, hat versucht, praktisch etwas zu verändern. Aber immer auf dem Hintergrund, man müsste das eigentlich abschaffen. Siegfried fährt zu diesem Felsen, sprengt durch die Flammen in Gestalt von Gunther, wozu ihn die Tarnkappe befähigt, nimmt dieser Frau den Ring ab, legt sich neben sie für eine Nacht und hat sie also als Frau erobert. Und Brünnhilde ist außer sich. Sie spürt, dass hier irgendein Betrug vorliegt, aber sie kann es nicht beweisen, denn sie sieht ja nur Gunther, sie sieht nicht Siegfried. Die ganze Sache stößt uns natürlich als Zuschauer und Hörer sehr ab. Auch wenn das komplette Brünnhildenbewusstsein ausgelöscht ist, auch dann ist diese Gewaltaktion für einen anderen eine Frau zu holen nicht akzeptabel. Also das kann man einfach nicht akzeptieren. Er verstellt sich mit Hilfe des Tarnhelms und der Tarnhelm kann auch eine andere Figur vortäuschen. Sodass Brünnhilde vollkommen konsterniert ihn fragt, wo kommst du denn eigentlich her, wer bist du denn? Da kann doch nur der stärkste Held kommen und der war schon da. Kommst du vielleicht von Hellas Nächtlichem her, kommst du vielleicht aus der Unterwelt? Vergessenstrank. Täuschungsthema. Siegfried sagt, ich bin ein Giebichung. Lüge. Kann man ihm nicht durchgehen lassen. Korrumpiert durch die Politik ist das. Gunther heiß ich, sagt er. Und tut so, als ob er auch dessen Musik hätte.
jetzt musst du mitkommen. Reaktion Brünnhilde. Offensichtlich nicht einverstanden. Keiner trog wie er, aber trotzdem war keiner treuer als er, nicht? Siegfried, dem man sein Gedächtnis zerstört hat, und ein Menschen, dem man sein Gedächtnis zerstört, der wird immer furchtbar und brutal, nicht? Das gilt auch heute, nicht? Bis morgen. Sehr schön. Toll gespielt, Mensch. Also, das, was Wagner gemacht hat, war für uns besser begreifbar als alles, was vorher war und alles, was nachher kam, weil es so viel mit uns Menschen zu tun hat, mit unseren Urängsten und mit Scheitern. Es geht eigentlich immer um Scheitern. Nee, und vor allen Dingen, weil er Dinge genommen hat, die auch gut verständlich sind. Mhm. Er hat ja uns insofern beim Wort, wissen Sie, es nützt ja nichts, wenn die Kunst zu hehr und zu abgehoben ist. Wagner hat uns bei den Urgründen der Leidenschaft gepackt. Der hat nämlich mit seinem unverschämten Parfum, der Musik auf jeden Fall, keine Frage. Na klar, der hat genau gewusst, was Sie gern riechen. Und hat gesagt, die kriege ich, indem ich ihr gewisse Düfte vormache. Er weiß, dann fällt die um. Er weiß, worunter alle Menschen an sie fallen. Na ja klar, auch um. Er voll reingefallen. Doch, ja. Ich gebe es ja auch zu. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ich so gerne auf ihn reingefallen bin und nach wie vor auf ihn reinfalle. Es ist einfach so, der hat uns da gepackt. Die Oper allerdings natürlich hat einen Vorteil. Weil es dann doch wieder das Visuelle ist. Damals begann es natürlich, nicht? Und Wagner, wenn Sie so wollen, ist Wagner derjenige mit dem Videoclip. Sozusagen. Ja. Wagner ist der Erste, bei dem das Licht ausging während des Spektakels. Mhm. Damit die Leute nämlich nicht gequatscht haben und gesagt haben, du hast aber ein schönes Hemd an heute und so weiter, bla, bla, spielt die Musik schon. Mhm. Der wollte, dass deswegen auch die Festspielhaus ein bisschen scheuklappenartig, ihr müsst da jetzt hingucken und ihr werdet praktisch wie in einen Sog eingesogen. Dass die Kunst etwas leisten können muss, das war Wagners tiefste Überzeugung, was die moderne Lebenswelt durch ihre Auseinanderentwicklung der verschiedenen Teile
eben nicht mehr leisten kann, das Leben als eine Einheit zu begreifen. Das ist natürlich eine Idee, wenn ich das noch hinzufügen darf, die auch heute noch virulent ist. Wir sehen ja allenthalben in der Esoterik, in allen möglichen Bewegungen, die Menschen hinstreben zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Lebens. Das ist offenbar etwas, was in uns anthropologisch tief drin sitzt und was gegen die strukturellen Bedingungen der Moderne steht, aber als Bedürfnis offenbar nicht abschaffbar. Und auf dieses Bedürfnis hat Wagner mit einer, wie ich finde, grandiosen und bisher nicht überbordenden Kunsttheorie geantwortet. Brünnhilde ist von Siegfried überwältigt worden in der Gestalt Gunthers. Die kommen jetzt zurück. Siegfried ist ein bisschen voraus und hat Hagen schon gesagt, die kommen gleich. Brünnhilde mit Gunther. Die Mannen, der Mannenchor, der sich jetzt anschließt, die begrüßen Gunther mit seiner Braut Brünnhilde. Die wissen ja gar nichts, was vorgefallen ist. Man ist der Auffassung, es gibt zwei Hochzeitspaare. Siegfried mit Gudrune und Gunther mit Brünnhilde. Und in dieser Auffassung bereitet Hagen die Gesellschaft vor, dass jetzt diese Doppelhochzeit kommt und macht vorher noch Brimborium, stachelt die an. Zuerst sagt er, es kommen Feinde, dann sind die alle aufgeregt, dann tut er die Luft raus, dann macht er ein bisschen Witze, dann sagt er, na ja, wir schlachten ein paar Stiere, dann machen wir Wein auf, Fässer, was noch? Ja, dann könnt ihr euch besaufen. Also auch hier germanisch. Im Grunde ist es auch völkerwanderungsgermanische Musik, wunderbar heidnisch, sehr stark. Im 19. Jahrhundert die Situation, dass sich so etwas wie Nationalgefühl herausbildet, nationale Identität der Völker. Und natürlich haben die Franzosen gesagt, Franzose ist, wer die französische Staatsangehörigkeit hat. Aber das gab es in Deutschland nicht, da gab es viele Staatsangehörigkeiten. Also haben die Deutschen gesagt, Deutscher ist, wer Deutsch spricht. Und Deutscher ist, wer Deutsch schreibt. Und Deutscher ist, wer deutsche Musik macht. Die Kultur hat sozusagen das einigende Band für die nationale Identität eingenommen. Und der große Historiker Friedrich Meinecke spricht ja auch in einem seiner Standardwerke darüber, dass die Deutschen eine Kulturnation seien, im Unterschied zu den Staatsnationen ihrer westlichen Nachbarn. Wenn man das sich vergegenwärtigt, wird klar, warum die Weimarer Klassik, warum die deutsche Philosophie, Kant und Hegel, warum vor allem die deutsche Musik eine so überragende Stellung in Deutschland und im deutschen Bewusstsein einnehmen konnte. Sie waren Ersatz für die fehlende politische Einheit. Und das ist auch der Grund, warum Wagner der Meinung war, die Kunst müsse an die Stelle der Politik treten, weil die Politik eben genau dies nicht gebracht hat, diese Einheitssehnsucht zu befriedigen. Einem Staatstheater ein Stück aufzuführen, das mit der Zerstörung des Staats, der Selbstaufgabe endet, setzt schon gewisse Begrenzungen der Realisierung voraus. Und insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass das alle sich ängstlich in früheren Zeiten gehalten haben. Auch die ästhetischen Voraussetzungen waren
waren gehemmt. Wenn Sie die Kritiken lesen, der Uraufführung und viele Aufführungen, auch Münchner Voraufführungen und so weiter, spielt das Moment, dass das das typische deutsche Theater ist, der Zukunft, das deutsche, die deutsche Oper der Zukunft ist, eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist nie nur ästhetisch gemeint, das ist politisch. Das heißt, in der Phase, in der diese Inszenierungen liefen, und natürlich erst recht bis 1945, ist das immer sozusagen in einen rechten politischen Kontext reingenommen worden. Dann kam ab 1951 Wieland Wagner mit Wolfgang Wagner. Wieland Wagners erste Inszenierung, aber auch die von Wolfgang, haben versucht, das Ganze zu entpolitisieren und sozusagen den Ring unter Rückgriff auf C.G. Jung und dessen Theorie des der Archetypen auf die Grundbefindlichkeit menschlicher Existenz, sagen wir mal so, zu reduzieren und die deutlich zu machen. Also im Grunde ein Beziehungstheater unter Ausklammerung des politischen Kontexts. Man muss den Ring immer als ein Zeitstück inszenieren, sonst funktioniert es nicht. Giraus Glück war, in diese gesellschaftlich progressive Situation hineinzugeraten, die zugleich eine Kampfsituation war. Und er nahm Stellung dazu mit der Auffassung des Werks. Kupfer machte das Ende der 80er Jahre, also 12 Jahre später ebenfalls. Zeitstück in einem hohen Sinn bedeutet eben nicht plakativ reagieren, sondern aus den Energien des jeweiligen Zeitgefühls und Problemempfindens die im Werk steckenden Energien zu mobilisieren. Ihnen nicht etwas aufzupropfen, was nicht in ihnen enthalten ist, sondern das in ihnen schlummernde Potenzial an künstlerischer Widerspruchsgestaltungskraft in den Dienst der eigenen Weltdiagnose zu stellen. Der Schwachkopf bei der ganzen Sache ist ja der Gunther, weil er nicht imstande ist, die Brünnhilde selbst zu holen und weil er gleichzeitig nicht sich bescheidet mit einer Frau, die angenehmer oder leichter zu holen wäre. Also auch eine ziemlich menschliche Angelegenheit. Es sind die viel große Worte in den Mund nehmen, aber nicht die Kraft haben, es in Taten umzusetzen. Schlecht, aber die Götter, die Ohren.
Brünnhilde sieht Siegfried mit diesem Ring am Finger. Und sie sagt, das ist mein Mann und der hat mir in der Nacht auch den Ring genommen. Sie ist außer sich vor Zorn und Siegfried sagt, ich kenne sie doch überhaupt nicht. Wer sind sie denn? Er hat durch das Tränklein alles vergessen. Er will Gudrune heiraten. Nun sind Brünnhilde nur noch auf Rache. Und das kommt Hagen gerade recht. Hagen sagt, ich bring den Kerl für dich um. Denn Hagen will an den Ring, an die Tarnkappe und an das Gold. Reaktion und Brünnhilde darauf. Was? Siegfried ist da, das gibt's doch wohl nicht. Schock. Unheilmotiv. Schicksalsmotiv. Diese berühmten Aussprüche, was ist ihr? Im Chor. Fragezeichen. Musikalisch. Tarnhelmmotiv. Also für die... Wofür steht es hier? Eine verlogene Situation, eine Täuschungssituation. Fassungslos, ob dieses offensichtlichen Verrates. Warum fliegt die Sache jetzt auf? Wegen des Rings fliegt die Sache auf, weil der Ring, welchen Siegfried in Gestalt Gunthers, der Brünnhilde abgenommen hat, auf dem Felsen von Siegfried nach wie vor getragen wird und nicht von Gunther. Verrat liegt vor von Siegfried an Brünnhilde. Der liegt so und so vor. Es ist eine Konstellation, aus der jetzt
schwerlich wieder herauskommt, wenn sich auch die Geliebte, nämlich seine ehemalige oder eigentlich ewig angetraute Braut Brünnhilde, gegen ihn wendet. Und das ist der Fall, weil sie sich ja offenkundig nicht mal mehr erkannt sieht von Siegfried. Frauen bei Wagner sind immer stärker als die Männer. Die Männer sind Versager. Wer richtet denn den ganzen Mist an? Das ist doch der Wotan, das ist doch der Alberich, das sind doch alle die, die nach Geld, nach Macht gieren und die Herrschaft wollen. Die Frauen sind die eigentlich starken Figuren. Schauen Sie, die Brünnhilde wirft am Ende den Brand nach Walhall, weil dieser Wotan nicht mal in der Lage ist, sich selbst aus dem Leben zu schaffen. Nicht mal das schafft er. Das muss seine Tochter besorgen. Aber zugleich sind die Frauen natürlich auch die Verlierer, weil sie die Machtstrategie nicht mitspielen. Sie steigen aus diesem politischen Spiel der Männer oder versuchen es zumindest. Manche wie die Ortrud machen das, aber viele versuchen doch auszusteigen. Und versuchen einzig und allein mit ihrer Liebe sozusagen das Gegenmodell zu leben. Eine schwere Spitze, sagt Wagner gleichsam, solange die Welt ist, wie sie ist, in Hierarchien aufgebaut, in Herrschaftsstrukturen, wird sich diese Liebe eben nicht durchsetzen. Deswegen versagen und scheitern die Frauen am Ende, obwohl sie die stärkeren Charaktere sind, weil sie sich am Ende, sie haben sozusagen nicht genügend Bataillone, die sie ins Feld führen könnten gegen die patriarchalen Strukturen.
Da steckt natürlich auch beim alten Wagner immer noch der Gedanke dahinter, das kann man nur mit Gewalt ändern, also die Revolution. Nicht? Brünnhilde wird offen für Hagens Einflüsterung und auch Gunthers Auffassung, dass man Siegfried aus dem Weg räumen sollte. Und deswegen entwickelt sich der sogenannte Racheterzett am Ende des zweiten Aufzuges der Götterdämmerung, in welchem verschiedene, nicht zusammenpassende Figuren sich verbünden, um ein Ziel zu erreichen, nämlich Siegfrieds Tod. Und diese Verbündung von drei nicht zusammenpassenden Figuren, nämlich Gunther, Hagen und Brünnhilde, die passen hinten und vorne nicht zusammen, rufen aber alle Gottheiten an. Jeder seine Gottheit bzw. Wotan wird von Brünnhilde, von der Tochter und von Gunther angerufen. Und Hagen ruft den Nibelungenfürsten Alberich an, seinen Vater. Und die Rufe stehen, die verbünden sich und stehen gleichzeitig quer zueinander. Also die mythologische Ebene, die magische Ebene soll der irdischen Kraft gewähren und sie unterstützen. Und ebenso stark und mächtig ist dieses Finale. Es ist erstaunlich, dass Wagner es geschafft hat, bei dem riesigen Personal im Ring keinen wirklichen Helden zu haben. Nee, auch Siegfried nicht. Selbst Siegfried nicht, der noch einen relativ freien Willen hat. Aber er wird auch schuldlos schuldig, indem er ja verrät, durch welchen Zaubertrank auch immer. Wissen Sie, deswegen hat er das unterbrochen. Ja. Ich glaube, er hat beim Tristan und bei den Meistersingern, er hat gemerkt, er hat ein Personal, auch die Brünnhilde, die dann so eine unbeugsame Frau ja, ist, die ist mit ja der man von Rache zerfressen. Von Rache zerfressen, ja. Dann auch wiederum sagt, ich würde mir, das ist auch das, was ich immer beim Dirigieren denke, so ein bisschen Gelassenheit. Aber wie kommt das, dass keiner wirklich sympathisch ist und trotzdem, vielleicht weil wir auch alle nicht sympathisch sind, identifiziert man sich mit dem ganzen Gebäude? Weil es einfach auf der Welt so wenig wirklich ist. So. Nein, außer uns. Nee, nein, weil das ist das Leben. Ein Stück über die Nachtseiten, ja.
Nee, der hat einfach, richtig, der hat einfach gesagt, ich will euch jetzt mal ein Bestiarium vorführen von Leuten, die er ja auch wahrscheinlich kennengelernt hat. Ich kann mir sogar denken, dass er manche, die er kennengelernt hat in seinem Leben, damit eingebaut hat und so weiter. Gucken Sie mal, die Nornen. Also das sind, was ist das denn? Verbündete dieser, der Rheintöchter, ja. Wesen aus einer anderen Welt, genau. Die Nornen. Der Gunther, Mama mia, die Gutrune. Ja, das sind schreckliche Leute. Das sind alles Unangenehmes, ist alles unangenehmes, ja. Personal. Also da kommt die Brünnhilde am besten noch weg letzten Endes, dass der Siegfried da hinten eins abbekommt. Ganz sympathisch ist er einem den ganzen Abend nicht. Irgendwie sind die alle, aber ich finde es, ja. Fragwürdig. Es sind fragwürdiges Personal. Das ist wie so bei so einem Krimi, wo sie, das sind alles Charakter. Charaktere. Gehen ja auch unter am Ende. Ja, aber, daher. Ja. Daher. An die Stelle der direkten Aufforderung, die Gesellschaft institutionell zu reformieren oder zu revolutionieren und ein völlig neues System zu bauen, war er der Meinung, wenn das nicht möglich ist, dann muss man das sozusagen von innen her aufrollen, dadurch, dass man den Menschen das Bewusstsein gibt, dass die Situation, in der sie leben, eine falsche ist. Das ist sozusagen die Nach-Innen-Wendung des Revolutionsgedankens und das ist eine der großen Kontinuitäten, die Wagner von den frühen Schriften bis zu den späten Schriften hat, die in der klassischen Wagner-Literatur überhaupt nicht gesehen worden ist. Abgesehen davon, dass er natürlich gesagt hat, das Kapital sei das Unglück und Baudin habe das noch viel zu freundlich formuliert und dass der Individualbesitz gehört da abgeschafft. Und diese klassischen Forderungen können Sie ja bei den Cosima-Tagebüchern am Ende noch nachlesen. Die sind da auch immer noch. Aber die eigentliche Kontinuität ist die Erhaltung des Bewusstseins von der absoluten Schlechtigkeit des Status quo und der Notwendigkeit, etwas völlig Neues zu schaffen. Und die völlige Überschätzung Wagners, um das auch zu sagen, ist, dass er geglaubt hat, er könne das mit seiner Kunst. Kunst hat noch nie, glaube ich, bei allen Veränderungsmöglichkeiten, die sie hat und Bewusstseinsveränderungen, die sie bewirken kann, wirklich die sozialen Verhältnisse zum Tanzen gebracht, um Marx zu zitieren. Das ist eine schöne, aber leider falsche Illusion. Abschlag. Wichtig ist, dass Sie die Vier ein bisschen zurücknehmen. Ratta, Papa, ja. Ja. Ja, ja, na, Misurato. Ratta, ta, 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 ja. Nochmal 41, 41. Die erste Note ist ein bisschen unterbelichtet im Pianissimo, nicht? Und deswegen eiert es im Tempo. 41. Hagen verbündet sich mit Brünnhilde, die zeigt ihm die Stelle, an der Siegfried verwundbar ist. Und bei einem Jagdausflug ersticht Hagen Siegfried. Im Sterben wird Siegfried klar, was eigentlich alles passiert ist. Wie ein Film läuft es vor ihm ab, dass er Brünnhilde verraten hat, dass er hier in eine Falle geraten ist. Und noch im Sterben oder als Toter schon hebt er noch einmal die Hand und schlägt Hagen zurück, als Hagen ihm diesen unglückseligen Ring vom Finger ziehen will.
Wir kommen zum dritten Aufzug und jetzt kommt der Gegentrank, das Antidot. Gegengift zum Gift. Wiederherstellung des Gedächtnisses. Bei Siegfried. Indem er diesen Trank Hagens, der trinkt es auch, zu sich nimmt. Ich würzte dir Holz in Trank, die Erinnerung hell dir zu wecken. Zauberakkorde, Tarnhelm, Tarnhelm im übertragenen Sinn, dass Fernes dir nicht entfalle. Siegfried rekapituliert quasi die Strophen des Waldvogels vom Siegfried. Und der Waldvogel hat ihn ja nun am Ende zu Brünnhilde geführt. Jetzt kommt die Rekapitulation. Siegfried ist trotz dieses da in der Lage aufzustehen, sich aufzurichten und sein Heldenmotiv nochmal zu bringen. Das heißt ja, natürlich ist es jetzt im Fortissimo auch einer Quetschung unterzogen und einer Verzerrung durch lauter Septakkorde. Und auf diesem Spannungsakkord tritt der Tod ein, fängt an einzutreten. Weil, wie man weiß, wenn Tenöre in der Oper sterben, singen die noch eine Arie. Also quasi, das dauert eine Zeit lang, bis ein Tenor stirbt, das dauert.
Siegfried die Freiheitsidee, die als Idee ja doch eine dauerhafte Gültigkeit hat, auch wenn der Träger dieser Idee, Siegfried, im Trauermarsch zu Grabe getragen wird, heißt es ja nicht, dass Siegfried selber mit seinem Prinzip unterlegen ist. Es ist ein Faktum, dass die Freiheit da ist und die ist nicht daran gebunden, dass ein augenblicklicher, zeitweiliger Träger dieses Prinzips untergegangen ist. Ich finde zum Beispiel eine der stärksten Szenen in dem Kupferring von Bayreuth, die Szene, wo im Trauermarsch der Siegfried nach unten fährt und die Brünnhilde und auch der Wotan kommen und beide ihre Speere oder die Trümmer ihrer Speere da ins Grab werfen und damit die Hoffnung endgültig begraben ist. Das sind so großartige Bilder, die vergisst man nie, die sind so eindrucksvoll. Brünnhilde verzeiht alles, sie lässt einen Scheiterhaufen aufschichten, Siegfried verbrennen, sie gibt den Rheintöchtern den Ring zurück, sodass die Macht gebrochen ist. Sie reitet mit ihrem Ross in diese Flammen, die Welt geht unter und die Rheintöchter ziehen Hagen in die Unterwelt runter. Hagen ist also auch weg. Im Grunde der Einzige, der überlebt, ist Alberich. Also wird die ganze Sache wieder von vorne losgehen. Die Rheintöchter haben wieder das Gold, Alberich wird wieder danach gieren und so wird es immer weitergehen mit Liebe und Macht in der Welt und mit Weltuntergang und Neuentstehung. Und so endet die Oper eigentlich traurig, weil die ganze Welt untergeht, aber sie endet kraftvoll und in Dur, wie alle Wagner-Opern. Und wir wissen, dass der Untergang auch ein neuer Anfang ist, eben Götterdämmerung. Dass Brünnhilde am Ende der Götterdämmerung die Zusammenhänge erkennt und, wie sie selber sagt, wissen würde. Das wissend würde ein Weib. Mich musste der Reinste verraten, also Siegfried musste mich verraten, damit ich wissend würde. Das kann man jetzt so übersetzen, man muss ein großes Unglück erfahren im Leben, um Erkenntnis zu gewinnen, irgendeiner Form. Das kann, glaube ich, jeder Mensch unterstreichen, dass es so ist.
Wagner hätte, wenn er den Ring, seinen Nibelungenring, als Nullspiel betrachten würde, also quasi als ein Stück, das nur das Scheitern zeigt und nichts Positives bringt, und der nur sagt, dass es eben den Figuren auch nicht gelingt, was uns auch nicht gelingt, dann hätte er ja das anders abschließen müssen, als es getan hat. Das heißt, er hätte zum Beispiel dann abschließen können. Zum Beispiel. Es gibt solche Schlüsse bei der Elektra von Richard Strauss. Das heißt, er hätte schon einen tragischen Schluss wählen müssen und er hätte auch nicht in Dur aufhören dürfen. Es gibt so viele Leute, die meinen, Musik zu verstehen und auch Schlaues drüber schreiben und hören gar nicht den Unterschied zwischen Dur und Moll. Und das ist aber ganz wesentlich, weil wenn man ein Stück in Dur oder in Moll aufhört, das sagt ganz viel aus über die Gesamtlage des Stückes, über die Grundintention. Dann gibt es eben, nachdem ausgesungen ist, dieses berühmte Erlösungsmotiv, was in den Streichern im Orchester nochmal am Schluss kommt. Da wird man noch einmal erinnert, dass das alles hätte vielleicht auch alles anders gehen können, als es gegangen ist. Aber es ist ohne Text und es ist nur orchestral. Und es bleibt offen, auf welche Weise denn die andere Perspektive sich realisieren kann. Also Wagner entlässt sozusagen am Ende der Götterdämmerung seine Zuhörer mit dem Hinweis, ihr könnt hoffen, aber ich sage euch nicht, wie das geht. Das müsst ihr schon selber finden. Ausführlich. Und dieses Thema der Zukunftshoffnung bildet sogar den Abschluss des Ringes. Nach dem Götterdämmerungsmotiv schließt der Ring ab mit. Offensichtlich das gleiche Thema ist wie, nur, dass es interessanterweise in Des-Dur passiert, und Des-Dur ist welche Tonart, und in Des-Dur wird welcher Gott eingeführt, und in Des-Dur spricht sich welche große Entität des Rings aus, eben Wotan. Thank you.
Die Musik sagt also mehr als deutlich, dass diese große Wotans-Arbeit nicht gescheitert ist, dass Wotan eigentlich ein Vorbild, eine Vorbildfunktion hat für uns. Und wir sollten die Fehler, die er zweifellos gemacht hat und die auch sein Enkel Siegfried gemacht hat, nicht wiederholen, aber auch die Kraft, die von beiden ausgeht, nutzen. Siegfried, die Freiheitsidee, die als Idee ja doch eine dauerhafte Gültigkeit hat, auch wenn der Träger dieser Idee, Siegfried, im Trauermarsch zu Grabe getragen wird, heißt es ja nicht, dass Siegfried selber mit seinem Prinzip unterlegen ist. Es ist ein Faktum, dass die Freiheit da ist und die ist nicht daran gebunden, dass ein augenblicklicher, zeitweiliger Träger dieses Prinzips untergegangen ist. Ich finde zum Beispiel eine der stärksten Szenen in dem Kupferring von Bayreuth, die Szene, wo im Trauermarsch der Siegfried nach unten fährt und die Brünnhilde und auch der Wotan kommen und beide ihre Speere oder die Trümmer ihrer Speere da ins Grab werfen und damit die Hoffnung endgültig begraben ist. Das sind so großartige Bilder, die vergisst man nie, die sind so eindrucksvoll. Thank you.
Brünnhilde verzeiht alles. Sie lässt einen Scheiterhaufen aufschichten, Siegfried verbrennen. Sie gibt den Rheintöchtern den Ring zurück, sodass die Macht gebrochen ist. Sie reitet mit ihrem Ross in diese Flammen. Die Welt geht unter und die Rheintöchter ziehen Hagen in die Unterwelt runter. Hagen ist also auch weg. Im Grunde der Einzige, der überlebt, ist Alberich. Also wird die ganze Sache wieder von vorne losgehen. Die Rheintöchter haben wieder das Gold, Alberich wird wieder danach gieren. Und so wird es immer weitergehen mit Liebe und Macht in der Welt und mit Weltuntergang und Neuentstehung. Und so endet die Oper eigentlich traurig, weil die ganze Welt untergeht, aber sie endet kraftvoll und in Dur, wie alle Wagner-Opern. Und wir wissen, dass der Untergang auch ein neuer Anfang ist, eben Götterdämmerung. Dass Brünnhilde am Ende der Götterdämmerung die Zusammenhänge erkennt und, wie sie selber sagt, wissen würde. Das wissend würde ein Weib. Mich musste der Reinste verraten, also Siegfried musste mich verraten, damit ich wissend würde. Das kann man jetzt so übersetzen, man muss ein großes Unglück erfahren im Leben, um Erkenntnis zu gewinnen, irgendeiner Form. Das kann, glaube ich, jeder Mensch unterstreichen, dass es so ist. Man kann auch sagen, dass die Männer ein Stück weiblicher werden und die Frauen ein Stück männlicher werden, um sozusagen miteinander gleichzuziehen. Das können sie sich ausmalen, wie sie wollen. Fest steht für ihn, der Mann als Mann ist nur ein Teil des Menschen und die Frau als Frau ist eben auch nur ein Teil. Und der Mann als Mann ist der schlechtere Teil des Menschen und die Frau als Teil ist sozusagen der Teil, den der andere dringend zur Ergänzung notwendig hat. Kann man jetzt natürlich sagen, warum die Geliebte nicht mit? Die könnte ja auch mitgehen. Das war aber damals noch nicht vorgesehen. Heute würde man sagen, okay, machen wir es zu zweit. Einverstanden? Warum nicht?
ja. Das muss wild sein, aber nicht über das Maß hinaus, ja. 28, immer noch leicht bleiben. Frisch, frisch. Mensch, die sind doch in bester Laune da noch. Wie sie, das darf man nicht so spielen, als wäre das schon alles, das dämmert und das ist ja alles schon so tritt. Stets als etwas sehr Störendes empfunden. Und er hat sich gleichsam ex negativo, also aus dem Bestreben heraus, die Politik im Grunde abschaffen zu wollen, mit der Politik beschäftigt. Was aber heißt, wenn man sie abschaffen will, muss man Wege finden, wie man sie abschafft. Und man muss sie auch vorher analysieren. Und das hat er auch sein Leben lang getan. Er hat zwar immer erklärt, dass die Politik die Kunst behindert und dass die Politik abgewirtschaftet hat, dass sie alles ruiniert hat, Gesellschaft, Moralität und so weiter. Aber das hat ihn nie gehindert, sich damit auseinanderzusetzen. Und in den verschiedenen Etappen seines Lebens, angefangen von Dresden als wirklich aktiver Revolutionär, über die Exilstationen, über München und so weiter, immer hat er sich politisch geäußert, hat interveniert, hat versucht, praktisch etwas zu verändern. Aber immer auf dem Hintergrund, man müsste das eigentlich abschaffen. Siegfried fährt zu diesem Felsen, sprengt durch die Flammen in Gestalt von Gunther, wozu ihn die Tarnkappe befähigt, nimmt dieser Frau den Ring ab, legt sich neben sie für eine Nacht und hat sie also als Frau erobert. Und Brünnhilde ist außer sich. Sie spürt, dass hier irgendein Betrug vorliegt, aber sie kann es nicht beweisen, denn sie sieht ja nur Gunther, sie sieht nicht Siegfried. Die ganze Sache stößt uns natürlich als Zuschauer und Hörer sehr ab, auch wenn das komplette Brünnhildenbewusstsein ausgelöscht ist, auch dann ist diese Gewaltaktion für einen anderen eine Frau zu holen nicht akzeptabel. Also das kann man einfach nicht akzeptieren. Er verstellt sich. Brünnhilde am Ende der Götterdämmerung die Zusammenhänge erkennt und, wie sie selber sagt, wissen wurde. Das wissend würde ein Weib. Mich musste der Reinste verraten, also Siegfried musste mich verraten, damit ich wissend wurde. Das kann man jetzt so übersetzen, man muss ein großes Unglück erfahren im Leben, um Erkenntnis zu gewinnen, irgendeiner Form. Das kann, glaube ich, jeder Mensch unterstreichen, dass es so ist. Thank you.
Wagner hätte, wenn er den Ring, seinen Nibelungenring, als Nullspiel betrachten würde, also quasi als ein Stück, das nur das Scheitern zeigt und nichts Positives bringt, und der nur sagt, dass es eben den Figuren auch nicht gelingt, was uns auch nicht gelingt, dann hätte er ja das anders abschließen müssen, als es getan hat. Das heißt, er hätte zum Beispiel dann abschließen können. Zum Beispiel. Es gibt solche Schlüsse bei der Elektra von Richard Strauss. Das heißt, er hätte schon einen tragischen Schluss wählen müssen und er hätte auch nicht in Dur aufhören dürfen. Es gibt Leute, die meinen, Musik zu verstehen und auch Schlaues drüber schreiben und hören gar nicht den Unterschied zwischen Dur und Moll. Und das ist aber ganz wesentlich, weil wenn man ein Stück in Dur oder in Moll aufhört, das sagt ganz viel aus über die Gesamtlage. Reinfalle. Es ist einfach so, der hat uns da gepackt. Die Oper allerdings natürlich hat einen Vorteil, weil es dann doch wieder das Visuelle ist. Damals begann es natürlich, nicht? Und Wagner, wenn Sie so wollen, ist Wagner derjenige mit dem Videoclip sozusagen. Ja. Wagner ist der Erste, bei dem das Licht ausging während des Spektakels. Mhm. Damit die Leute nämlich nicht gequatscht haben und gesagt haben, du hast aber ein schönes Hemd an heute und so weiter, blablabla, spielt die Musik schon. Mhm. Der wollte, deswegen auch die Festspielhaus, ein bisschen scheuklappenartig, ihr müsst da jetzt hingucken und ihr werdet praktisch wie in einen Sog eingesogen. Dass die Kunst etwas leisten können muss, das war Wagners tiefste Überzeugung. Was die moderne Lebenswelt durch ihre Auseinanderentwicklung der verschiedenen Teile eben nicht mehr leisten kann, das Leben als eine Einheit zu begreifen. Das ist natürlich eine Idee, wenn ich das noch hinzufügen darf, die auch heute noch virulent ist. Wir sehen ja allenthalben in der Esoterik, in allen möglichen Bewegungen, die Menschen hinstreben zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Lebens. Das ist offenbar etwas, was in uns anthropologisch tief drin sitzt und was gegen die strukturellen Bedingungen der Moderne steht, aber als Bedürfnis offenbar nicht abschaffbar. Und auf dieses Bedürfnis hat Wagner mit einer, wie ich finde, grandiosen und bisher nicht überbotenen Kunsttheorie geantwortet. Brünnhilde ist von Siegfried überwältigt worden in der Gestalt Gunthers. Die kommen jetzt zurück. Siegfried ist ein bisschen voraus und hat Hagen schon gesagt, die kommen gleich. Brünnhilde mit Gunther. Die Mannen, der Mannenchor, der sich jetzt anschließt, die begrüßen Gunther mit seiner Braut Brünnhilde. Die wissen ja gar nichts, was vorgefallen ist. Man ist der Auffassung, es gibt zwei Hochzeitspaare, Siegfried mit Gudrune und Gunther mit Brünnhilde. Und in dieser Auffassung bereitet Hagen die Gesellschaft vor, dass jetzt diese Doppelhochzeit kommt und macht vorher noch Brimborium, stachelt die an. Zuerst sagt er, es kommen Feinde, dann sind die alle aufgeregt, dann tut er die Luft raus, dann macht er ein bisschen Witze, dann sagt er, naja, wir schlachten ein paar Stiere. Speer. Freund, Grund
starke germanische Musik, Völkerwanderungsmusik. Da ist überhaupt nichts Christliches, aber auch nichts Römisches, nichts Griechisches. Also da trifft Wagner genau diesen Völkerwanderungscharakter, Nibelungen, Burgunder, Chlodwig, Franken, diesen Ton. Genau dieser Ton ist es. Ich wundere mich auch immer, wie das geht. Aber er macht's. Diese Archaik. Hier wird gebündelt etwas Lügenhaftes. Logimusik. Logi steht für die Bewegung, für die Wandlung und für die Lüge. Loge, Lüge. Und eine falsche Hochzeit. Jungenmusik. Beides wird kombiniert. Und in den Eid eingeflochten. Abzugsquinte. Tritonus von Hagen. Vertrag. Normalität. Wir wollen doch nur das Beste. Abschlusskommuniqué-artig. Jetzt Freiheit. Stammtisch. Wichtig tun. Wir freuen uns, diesen Vertrag zu unterzeichnen. So, Konsequenzen des Vertrages. Was passiert, wenn einer den Bund bricht? Dann gibt es eben, nachdem ausgesungen ist, dieses berühmte Erlösungsmotiv, was in den Streichern im Orchester noch mal am Schluss kommt. Da wird man noch einmal erinnert, dass das alles hätte vielleicht auch alles anders gehen können, als es gegangen ist. Aber es ist ohne Text und es ist nur orchestral. Und es bleibt offen, auf welche Weise denn die andere Perspektive sich realisieren kann. Also Wagner entlässt sozusagen am Ende der Götterdämmerung seine Zuhörer mit dem Hinweis, ihr könnt hoffen, aber ich sage euch nicht, wie das geht. Das müsst ihr schon selber finden. Ausführlich. Und dieses Thema der Zukunftshoffnung bildet sogar den Abschluss des Ringes. Nach dem Götterdämmerungsmotiv schließt der Ring ab mit. Offensichtlich das gleiche Thema ist wie, nur, dass es interessanterweise in D-Dur passiert und D-Dur ist welche Tonart und in D-Dur wird welcher Gott eingeführt und in D-Dur spricht sich welche große Entität des Rings aus, eben Wotan. Die Musik sagt also mehr als deutlich, dass diese große Wotansarbeit nicht gescheitert ist, dass Wotan
eigentlich ein Vorbild, eine Vorbildfunktion hat für uns. Bis morgen. Sehr schön. Toll gespielt, Mensch. Also, das, was Wagner gemacht hat, war für uns besser begreifbar als alles, was vorher war und alles, was nachher kam, weil es so viel mit uns Menschen zu tun hat, mit unseren Urängsten und mit Scheitern. Es geht eigentlich immer um Scheitern. Nee, und vor allen Dingen, weil er Dinge genommen hat, die auch gut verständlich sind. Mhm. Er hat ja uns insofern beim Wort, es nützt ja nichts, wenn die Kunst zu hehr und zu abgehoben ist. Wagner hat uns bei den Urgründen der Leidenschaft gepackt. Der hat nämlich mit seinem unverschämten mit der Musik auf jeden Fall, Parfum, keine Frage. Na klar, der hat genau gewusst, was Sie gern riechen. Und hat gesagt, die kriege ich, indem ich ihr gewisse Düfte vormache. Er weiß, dann worunter, fällt die um. Er weiß, worunter alle Menschen an sie fallen. Na klar, er ist voll reingefallen. Ich gebe es ja auch zu. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ich so gerne auf ihn reingefallen bin und nach wie vor auf ihn reinfalle. Es ist einfach so, der hat uns da gepackt. Die Oper allerdings natürlich hat einen Vorteil, weil es dann doch wieder das Visuelle ist. Damals begann es natürlich, nicht und? Wagner, wenn Sie so wollen, ist Wagner derjenige mit dem Videoclip, sozusagen. Ja. Wagner ist der Erste, bei dem das Licht ausging während des Spektakels. Mhm. Damit die Leute nämlich nicht gequatscht haben und gesagt haben, du hast aber ein schönes Hemd an heute und so weiter, blablabla, spielt die Musik schon. Mhm. Der wollte, deswegen auch die Festspielhaus, ein bisschen scheuklappenartig, ihr müsst da jetzt hingucken und ihr werdet praktisch wie in einen Sog eingesogen. Sagt Wagner gleichsam, solange die Welt ist, wie sie ist, in Hierarchien aufgebaut, in Herrschaftsstrukturen, wird sich diese Liebe eben nicht durchsetzen. Deswegen versagen und scheitern die Frauen am Ende, obwohl sie die stärkeren Charaktere sind, weil sie sich am Ende, sie haben sozusagen nicht genügend Bataillone, die sie ins Feld führen könnten gegen die patriarchalen Strukturen. Da steckt natürlich auch beim alten Wagner immer noch der Gedanke dahinter, das kann man nur mit Gewalt ändern, also die Revolution. Nicht? Und mit einem Eibe, das am Los aller der Weg, wenn ihr Heil und Ruhe will den Felsen drauf, dass ihre freche Ruhe des Unholds arge List wieder uns alle erregt. Ihr Mannen, geht nur den Kampf, lasst das heilige Kampf. Als Adle weichen wir gern, zählt es mit Zungen dem Streit. Brünnhilde wird offen für Hagens Einflüsterung und auch Gunthers
Auffassung, dass man Siegfried aus dem Weg räumen sollte. Und deswegen entwickelt sich das sogenannte Racheterzett am Ende des zweiten Aufzuges der Götterdämmerung, in welchem verschiedene, nicht zusammenpassende Figuren sich verbünden, um ein Ziel zu erreichen, nämlich Siegfrieds Tod. Und diese Verbündung von drei nicht zusammenpassenden Figuren, nämlich Gunther, Hagen und Brünnhilde, die passen hinten und vorne und nicht zusammen, rufen aber alle Gottheiten an. Jeder seine Gottheit bzw. Wotan wird von Brünnhilde, von der Tochter und von Gunther angerufen. Und Hagen ruft den Nibelungenfürsten Alberich an, seinen Vater. Und die Rufe stehen, die verbünden sich und stehen gleichzeitig quer zueinander. Also die mythologische Ebene, die magische Ebene soll der irdischen Kraft gewähren und sie unterstützen. Keiner trog wie er, aber trotzdem war keiner treuer als er. Nicht? Siegfried, dem man sein Gedächtnis zerstört hat, und einen Menschen, dem man sein Gedächtnis zerstört, der wird immer furchtbar und brutal. Nicht? Das gilt auch heute. Nicht? Bis morgen. Sehr schön. Toll gespielt, Mensch. Also, das, was Wagner gemacht hat, war für uns besser begreifbar als alles, was vorher war und alles, was nachher kam, weil es so viel mit uns Menschen zu tun hat, mit unseren Urängsten und mit Scheitern. Es geht eigentlich immer um Scheitern. Nee, und vor allen Dingen, weil er Dinge genommen hat, die auch gut verständlich sind. Mhm. Er hat ja uns insofern beim Wort, wissen Sie, es nützt ja nichts, wenn die Kunst zu hehr und zu abgehoben ist. Wagner hat uns bei den Urgründen der Leidenschaft gepackt. Der hat nämlich mit seinem unverschämten Parfum. Mit der Musik auf jeden Fall, keine Frage. Na klar, der hat genau gewusst, was Sie gern riechen. Und hat gesagt, die kriege ich, indem ich ihr gewisse Düfte vormache. Er weiß, dann von fällt drunter, die um. Er weiß von drunter alle Menschen an. Sie fallen na ja klar, auch um. Er voll reingefallen. Doch, ja. Ich gebe es ja auch zu. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ich so gerne auf ihn reingefallen bin und nach wie vor auf ihn reingefallen. Was denkst du, ein Auge von mir? Der Vergessenstrank Hagens ist ein magisches Getränk und Hagen kann solche Tränke brauen, weil er ist nämlich der Sohn von Alberich. Das muss man auch sehen. Alberich konnte den Ring machen,
Der Onkel von Hagen ist Mimi, der konnte den Tarnhelm fabrizieren. Warum soll also Hagen nicht imstande sein, als direkter Nachfahre auch magische Dinge zu bewerkstelligen? Also das kann man auch noch als Argument heranziehen dafür, dass dieser Vergessenstrank tatsächlich wirkt. Wagner macht jetzt einen Zeitraffer. Siegfried ist wahrscheinlich einige Wochen am Hof. Und in dieser Zeit wirkt Gutruni immer mehr. Und es entspinnt sich etwas Tristaneskes. Liebesthematik kommt rein. Das gibt's einfach. Auch wenn man eine Frau hat. Ich möchte ja immer mal die Leute sehen, die da komplett unschuldig sind und die nie eine andere Frau anschauen, so wie es in der Bibel drin steht, und sich nur für ihre Ehefrau interessieren. Die möchte ich einmal kennenlernen. Wenn die dann vor allem noch daherkommen und den Siegfried kritisieren, die möchte ich einfach mal kennenlernen. Ist mir noch nicht passiert. Denn weil das nämlich vollkommen unnatürlich ist. Siegfried möchte Gunther was Gutes tun, weil er sich in seine Schwester Gudrune verliebt hat. Und die will er gerne haben. Gunther sagt, ja, die kannst du haben. Siegfried, was kann ich denn für dich tun? Also auch so dieses Handelmäßige. Ja, ist ja ganz menschlich. Ist nur die Frage, wie weit darf sowas gehen? Man kann ein leicht bleiben. Frisch, frisch. Mensch, die sind doch in bester Laune da noch. Wisi, das darf man nicht so spielen. Als wäre es schon alles, das dämmert und das ist ja alles schon so triste. Nein, die sind doch in bester Laune, hört man doch an der Musik. Es heißt ja immer, ein freier Held soll die Welt erlösen. Es geht um die Liebe. Die Liebe soll die Welt erlösen. Und Brünnhilde springt ja auch aus Liebe zu Siegfried am Ende in die Flammen. Aber die Liebe hat doch nur Verheerendes angerichtet in diesem ganzen Ring. Immer wo geliebt wurde, entstanden grauenhafte Sachen. Wie kann uns das erlösen? Hat der Wagner das ernst gemeint? Das ist eine Frage. Naja, das kommt mir so ein bisschen vor wie die Leute, die sagen, naja, wir haben ja immer den Sozialismus probiert zu machen, geklappt hat es nie, wir probieren es trotzdem nochmal oder so weiter. Der also Grundgedanke ist ja auch gar nicht schlecht, dass Menschen nicht ausbeuten und das... Wäre ganz nett, aber man hat halt die Rechnung ohne den Menschen dabei gemacht. Ich und weiß ohne schon, die leider aber Gottes der Gedanke, man muss es ja auch mal abstrakt denken. Ist abstrakt gedacht Liebe eine Erlösungsmöglichkeit? Nein. Wenn man davon ausgehen würde, dass alle Menschen nett zueinander sind. Ich glaube nicht an die Liebe. Das Einzige, was alles überlebt und heilt, ja. Und ich glaube, das hat auch Wagner gewusst, und das wissen Sie auch, ist die Kunst. Das hat er gewusst, das führt uns vor. Das macht den Ring aktuell, das macht aber auch eben Tristan und Isolde aktuell, wenn Sie sehen, wie zerstörerisch. Liebe, wieder mal. Wie zerstörerisch die Dinge wirken können. Das Schönste an der ganzen Sache ist, dass es bei Wagner immer positiv ausgeht. Ja. Das ist etwas, was ihn zum Beispiel wohltuend unterscheidet von Mahler. Wenn Sie beim Lied von der Erde oder bei der 9. Symphonie von Mahler, da denken Sie immer, da hat einer das Ende wirklich komponiert. Nicht der Wotan redet immer vom Ende und der Wagner... Das Ende ist ja hier sehr orgiastisch. Naja, eben. Das Ende ist ein Tanz auf dem Vulkan und hinterher kommt er rein und es geht doch noch weiter. Also so Ende ist da gar nicht. Beste Laune, 228, 1, Was sich jetzt anschließt, ist die große Rheinfahrt. Das ist ein symphonisches Stück, ein wunderschönes Stück, welches von der Lichtseite, also von der positiven Abschiedsszene, überblendet dann in die Giebichungenwelt, in die Negativbahn rutscht. Und das ist ein Übergang, der da komponiert wird. Also
es bringt. Und der nur sagt, dass es eben den Figuren auch nicht gelingt, was uns auch nicht gelingt, dann hätte er ja das anders abschließen müssen, als es getan hat. Das heißt, er hätte zum Beispiel dann abschließen können. Zum Beispiel. Es gibt solche Schlüsse bei der Elektra von Richard Strauss. Das heißt, er hätte schon einen tragischen Schluss wählen müssen und er hätte auch nicht in Dur aufhören dürfen. Es gibt so viel. So Leute, die meinen, Musik zu verstehen und auch Schlaues drüber schreiben und hören gar nicht den Unterschied zwischen Dur und Moll. Und das ist aber ganz wesentlich, weil wenn man ein Stück in Dur oder in Moll aufhört, das sagt ganz viel aus über die Gesamtlage des Stückes, über die Grundintention. Dann gibt es eben, nachdem ausgesungen ist, dieses berühmte Erlösungsmotiv, was in den Streichern im Orchester noch mal am Schluss kommt. Da wird man noch einmal erinnert, dass das alles hätte vielleicht auch alles anders gehen können, als es gegangen ist. Aber es ist ohne Text und es ist nur orchestral. Gibt es eben, nachdem ausgesungen ist, dieses berühmte Erlösungsmotiv, was in den Streichern im Orchester noch mal am Schluss kommt. Da wird man noch einmal erinnert, dass das alles hätte vielleicht auch alles anders gehen können, als es gegangen ist. Aber es ist ohne Text und es ist nur orchestral. Und es bleibt offen, auf welche Weise denn die andere Perspektive sich realisieren kann. Also Wagner entlässt sozusagen am Ende der Götterdämmerung seine Zuhörer mit dem Hinweis, ihr könnt hoffen, aber ich sage euch nicht, wie das geht. Das müsst ihr schon selber finden. Ausführlich. Und dieses Thema der Zukunftshoffnung bildet sogar den Abschluss des Ringes. Nach dem Götterdämmerungsmotiv schließt der Ring ab mit.
was offensichtlich das gleiche Thema ist wie... Nur, dass es interessanterweise in D-Dur passiert, und D-Dur ist welche Tonart, und in D-Dur wird welcher Gott eingeführt, und in D-Dur spricht sich welche große Entität des Rings aus, eben Wotan. Die Musik sagt also mehr als deutlich, dass diese große Wotans-Arbeit. Dann kam ab 1951 Wieland Wagner mit Wolfgang Wagner. Und Wieland Wagners erste Inszenierung, aber auch die von Wolfgang, haben versucht, das Ganze zu entpolitisieren und sozusagen den Ring unter Rückgriff auf C.G. Jung und dessen Theorie der Archetypen auf die Grundbefindlichkeit menschlicher Existenz, sagen wir mal so, zu reduzieren und die deutlich zu machen. Also im Grunde ein Beziehungstheater unter Ausklammerung des politischen Kontexts. Man muss den Ring immer als ein Zeitstück inszenieren, sonst funktioniert es nicht. Giraults Glück war, in diese gesellschaftlich progressive Situation hineinzugeraten, die zugleich eine Kampfsituation war, und er nahm Stellung dazu mit der Auffassung des Werks. Kupfer machte das Ende der 80er Jahre, also 12 Jahre später ebenfalls. Zeitstück in einem hohen Sinn bedeutet eben nicht plakativ reagieren, sondern aus den Energien des jeweiligen Zeitgefühls und Problemempfindens die im Werk steckenden Energien zu mobilisieren. Ihm nicht etwas aufzupropfen, was nicht in ihnen enthalten ist, sondern das in ihnen schlummernde Potenzial an künstlerischer Widerspruchs-, Gestaltungskraft in den Dienst der eigenen Weltdiagnose zu stellen. Der Schwachkopf bei der ganzen Sache ist ja der Gunther, weil er nicht imstande ist, die Brünnhilde selbst zu holen und weil er gleichzeitig nicht sich bescheidet mit einer Frau, die angenehmer oder leichter zu holen wäre. Also auch eine ziemlich menschliche Angelegenheit. Es sind die viel große Worte in den Mund nehmen, aber nicht die Kraft haben, es in Taten umzusetzen. Fistur, also schillernde Tonart, glänzend, schillernd, naturnachahmend, das ist ein Rennmotiv, aber man merkt es nicht. Es ist politisch verglänzt, das ist in Glanz erstickt. Faszinierend, faszinierend, wie Wagner hier arbeitet. Falscher Glanz, der Natürlichkeit vorspiegelt, ist das Thema, ich würde fast sagen, aller Politik. Und Gunthers und Hagens, die sind damit erfasst. 3-4 Takten.
hoi ho, wohin, du heitle Held? So trieb ich fahrtrend ohne. So seiner Halle, in die geht. Hierher, hier legen wir. Kommt nun unser Siegfried an und Hagen sagt, der kommt uns doch gerade richtig. Der kann doch für Gunther diese sagenumwobene Brünnhild freien, die da oben auf dem Felsen liegt. Dann hat der Gunther endlich mal eine Frau und wenn er will, kann er ja unsere Gudrune kriegen. Sie kredenzen dem Siegfried ein Vergessenstränklein, denn Hagen weiß natürlich ganz genau, dass da schon irgendwas gelaufen ist. Siegfried vergisst Brünnhilde. Er verliebt sich in Gudrune, die will er haben. Ich nehme an, das Vergessenstrünklein ist der freudsche Vorläufer von unserem Unterbewusstsein. Da ist er nun verheiratet, aber hier ist eigentlich auch was Schickes. Nennen wir es Vergessenstrünklein. Gift. Wiederherstellung des Gedächtnisses. Bei Siegfried. Indem er diesen Trank Hagens, der trinkt es auch, zu sich nimmt. Würzte dir Holz in Trank, die Erinnerung hell dir zu wecken. Zauberakkorde, Tarnhelm, Tarnhelm im übertragenen Sinn, dass Fernes dir nicht entfalle. Siegfried rekapituliert quasi die Strophen des Waldvogels vom Siegfried. Und der Waldvogel hat ihn ja nun am Ende zu Brünnhilde geführt. Jetzt kommt die Rekapitulation. Thank you.
dann kam ab 1951 Wieland Wagner mit Wolfgang Wagner. Und Wieland Wagners erste Inszenierung, aber auch die von Wolfgang, haben versucht, das Ganze zu entpolitisieren. Und sozusagen den Ring unter Rückgriff auf C.G. Jung und dessen Theorie der Archetypen auf die Grundbefindlichkeit menschlicher Existenz, sagen wir mal so, zu reduzieren und die deutlich zu machen. Also im Grunde ein Beziehungstheater unter Ausklammerung des politischen Kontexts. Man muss den Ring immer als ein Zeitstück inszenieren, sonst funktioniert es nicht. Giraults Glück war, in diese gesellschaftlich progressive Situation hineinzugeraten, die zugleich eine Kampfsituation war, und er nahm Stellung dazu mit der Auffassung des Werks. Kupfer machte das Ende der 80er Jahre, also 12 Jahre später ebenfalls. Zeitstück in einem hohen Sinn bedeutet eben nicht plakativ reagieren, sondern aus den Energien des jeweiligen Zeitgefühls und Problemempfindens die im Werk steckenden Energien zu mobilisieren. Ihm nicht etwas aufzupropfen, was nicht in ihnen enthalten ist, sondern das in ihnen schlummernde Potenzial an künstlerischer Widerspruchs-, Gestaltungskraft in den Dienst der eigenen Weltdiagnose zu stellen. Der Schwachkopf bei der ganzen Sache ist ja der Gunther, weil er nicht imstande ist, die Brünnhilde selbst zu holen und weil er gleichzeitig nicht sich bescheidet mit einer Frau, die angenehmer oder leichter zu... Verheerendes angerichtet in diesem ganzen Ring. Immer wo geliebt wurde, entstanden grauenhafte Sachen. Wie kann uns das erlösen? Hat der Wagner das ernst gemeint? Das ist eine Frage. Naja, das kommt mir so ein bisschen vor wie die Leute, die sagen, naja, wir haben ja immer den Sozialismus probiert zu machen, geklappt hat es nie, wir probieren es trotzdem nochmal oder so weiter. Der Grundgedanke ist ja auch gar nicht schlecht, dass Menschen nicht ausbeuten und das... Wäre ganz nett, aber man hat halt die Rechnung ohne den Menschen dabei gemacht. Ich weiß schon, aber der Gedanke, man muss es ja auch mal abstrakt denken. Ist abstrakt gedacht Liebe eine Erlösungsmöglichkeit? Nein. Wenn man davon ausgehen würde, dass alle Menschen nett zueinander sind. Ich glaube nicht an die Liebe. Das Einzige, was alles überlebt und heilt, Und ich glaube, das hat auch Wagner gewusst, das wissen Sie auch, ist die Kunst. Das hat er gewusst, das führt uns vor. Das macht den Ring aktuell, das macht aber auch eben Tristan und Isolde aktuell, wenn Sie sehen, wie zerstörerisch... Liebe, wieder mal. Wie zerstörerisch die Dinge wirken können. Das Schönste an der ganzen Sache ist, dass es bei Wagner immer positiv ausgeht. Ja. Das ist etwas, was ihn zum Beispiel wohltuend unterscheidet von Mahler. Wenn Sie beim Lied von der Erde oder bei der 9. Symphonie von Mahler, da denken Sie immer, da hat einer das Ende wirklich komponiert. Nicht der Wotan redet immer vom Ende und der Wagner... Das Ende ist ja hier sehr orgiastisch. Eben. Das Ende ist ein Tanz auf dem Vulkan und hinterher kommt er rein und es geht doch noch weiter. Also so Ende ist da gar nicht. Beste Laune, 228, 1, Was sich jetzt anschließt, ist die große Rheinfahrt. Das ist ein symphonisches Stück, ein wunderschönes Stück, welches von der Lichtseite, also von der positiven Abschiedsszene, überblendet dann in die Giebichungenwelt, in die Negativbahn rutscht. Und das ist ein Übergang, der da komponiert wird, also... Da ist alles quasi noch in Ordnung und der Siegfried ist freudig und auch der Weltenzustand ist noch gut.